Es freut mich ganz besonders und ich bin geehrt, dass ich heute vor vollem Saal einen Vortrag halten darf zum Thema Randbedingungen der behördlichen Bewilligung in Österreich für die blau-grüne Infrastruktur. Alle, die hier sitzen, sind, würde ich mal behaupten, vom Fach. Der Großteil weiß, wovon wir sprechen, wenn wir von blau-grüner Infrastruktur sprechen. Und wenn wir als Siedlungswasserwirtschaftler über das Thema Niederschlag nachdenken, dann wissen wir alle, dass die Versiegelung, die in dem letzten Jahrhundert massiv fortgeschritten ist, insbesondere im urbanen Bereich, einen maßgeblichen Eingriff in den Wasserhaushalt darstellt. Und zwar insofern, dass Versiegelung dazu führt, dass die Verdunstung verringert wird, dass in aller Regel die Infiltration des Wassers in den Untergrund, ins Grundwasser verringert wird und dass wir erhöhte Abflüsse haben. Und wir haben uns im letzten Jahrhundert damit beschäftigt, ja, wie bringen wir denn diese erhöhten Abflüsse eigentlich irgendwie weg? Und das führt dazu, dass wir heute ein System haben, das man sehr schön hier auch gut im Vordergrund sieht. Der Großteil unserer Entwässerung ist darauf aufgebaut, wir müssen dieses Wasser wegbringen, was wir nicht mehr versickern, was wir nicht mehr verdunsten können. Über Kanalsysteme, unsere ganzen Städte sind unterirdisch voll mit Kanälen, eventuell einer Reinigung über eine Kläranlage zuführen, eventuell in ein Gewässer gehen. Und erst in den letzten, inzwischen sind schon Jahrzehnten, hat sich dann herauskristallisiert, dass das vielleicht nicht der Weg ist, den wir wirklich gehen wollen als Stadtentwässerer. Und es sind immer mehr Maßnahmen gekommen, wo jetzt versucht wird, dieses Wasser eher im natürlichen Kreislauf zu halten. Wir nennen das Ganze jetzt mal blau-grüne Infrastruktur. Blau, Wasser, Grün, Pflanzen, Infrastruktur, das heißt schon, das ist was Technisches. Und ich habe da so ein Bild einmal nur zur Veranschaulichung. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Maßnahmen, die wir heute schon kennen, die wir umsetzen. Der Kollege hat das ein SimCity-Bild, das hat mir sehr gut gefallen, diese Anmerkung. Aber es soll nur zeigen, wir haben ganz viele Maßnahmen, die wir schon verwenden, die schon umgesetzt werden, wo es eigentlich darum geht, wir wollen Wasser retentieren, sprich zurückhalten. Wir wollen es eventuell verdunsten, sprich ähnlich den natürlichen Wasserkreislauf halten. Damit erreichen wir gleichzeitig eine Kühlungswirkung. Wenn wir das Ganze nur bepflanzen, vielleicht eine Beschattung, was wiederum zu einer Kühlung führt. Wenn wir das Ganze versickern, haben wir Anreicherung des Grundwassers. Wir können gegebenenfalls Brauchwassernutzungen etc. etc. uns überlegen, was wir dann mit dem Wasser machen. Und das Ziel, was wir da haben, das große Ziel im Hintergrund, wir möchten das Ganze so gut wie möglich dem natürlichen Wasserkreislauf annähern. Wir werden nicht mehr ganz hinkommen, das werden wir nicht schaffen, so versiegelt wie wir sind, aber wir wollen das zumindest annähern. Aber was wir als Entwässerer immer dabei bedenken sollten, ist, das Wasser, was jetzt nicht gespeichert wird, was nicht genutzt wird und was nicht verdunstet wird, das müssen wir entweder nach wie vor ableiten oder wir müssen es versickern. Und im Fachbereich haben wir jetzt ein relativ klares Bild mit von mir aus unterschiedlichsten Meinungen, wie das vielleicht optimal zum Umsetzen ist, aber wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema befassen und befassen müssen. Wenn wir das anschauen, ich habe das so in meine Folie gefunden, im Zentrum stehen diese Maßnahmen der blau-grünen Infrastruktur. Und wir bewegen uns meistens irgendwo da oben. Water Management, Siedlungsentwässerung, vielleicht denkt man noch ein bisschen an die Hydrologie mit, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs. Aber es gibt ganz, ganz starke Treiber, die diese blau-grüne oder grüne Infrastruktur aus ganz anderen Fachbereichen sehen. Ökosystemmanagement, grüne Netzwerke, dazu gibt es seit 2013 eine eigene EU-Strategie, Green Infrastructure Strategy, die sich hauptsächlich auf Biodiversität und Erhaltung der natürlichen Ökosysteme bezieht. Wir haben aber auch auf Seiten der Stadtplanung einen ganz starken Treiber in Richtung Sustainable Cities, schauen, dieses Grün in die Städte und in die Landschaften zu integrieren. Rechtlich aus meiner Sicht ganz spannend wird es werden, seit 18. August ist das Nature Restoration Law verabschiedet worden von der EU, das heißt, das hat Gültigkeit in allen Mitgliedstaaten. Und da gibt es im Artikel 8 einen eigenen Artikel über die Wiederherstellung von urbanen Ökosystemen. Aber wir sehen, das Ganze kommt da sehr stark aus dem Bereich Biodiversität und Ökosysteme.
Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann haben wir zum einen den Aspekt, den wir uns gerne anschauen, was diese Maßnahmen denn alles leisten können. Sie können Überflutungen reduzieren, sie können Entwässerungssysteme entlasten, sie können durch diesen Kühlungseffekt urbane Hitzeinseln reduzieren. Wir schaffen oder halten damit Biodiversität, geben die Möglichkeit von grünen oder auch blauen Korridoren im urbanen Bereich. Und in Summe bringen wir es damit vielleicht zusammen, uns zumindest ein wenig dem Klimawandel anzupassen oder resilienter dagegen zu sein. Zusätzlich sind diese Maßnahmen auch Instrument der Landschafts- und Stadtplanung. Wir schaffen vielleicht damit auch Natur- und Erholungsflächen. Und jetzt die große Frage, na, warum machen wir es dann nicht einfach und bauen das überall ein? Und da komme ich jetzt eigentlich zum Thema meines Vortrages, nämlich der Bewilligung dieser Maßnahmen. Das Erste, wir haben gesehen, wie viele Player und Stakeholder sich mit diesen Maßnahmen beschäftigen. Das ganz Wichtige und was unser Kernanliegen immer war, ist Überflutungsschutz. Mit allen diesen Maßnahmen, die wir planen und umsetzen, steht einmal der Überflutungsschutz im Vordergrund. Und wir wissen, wir haben zunehmende Starkregenereignisse, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und das ist bei jeder dieser Maßnahmen aus meiner Sicht immer mitzudenken. Ich komme dann noch darauf, was das für die Bewilligung heißt. Und das zweite, aus meiner Sicht noch wesentlich relevantere Thema, ist, dass das Niederschlagswasser im urbanen Raum nie sauber ist. Niederschlagswasser ist immer mit Schadstoffen befrachtet oder belastet. Das beginnt bei der Auswaschung von atmosphärischen Schadstoffen. Wenn wir das Ganze über Metalldächer entwässern, haben wir dort Schwermetallbelastung. Wenn wir das Ganze über Gründächer entwässern, haben wir vielleicht irgendwelche Auswaschungen von Pestiziden, Weichmachen oder Ähnlichem. Sobald es irgendwo auf die Oberfläche kommt, wird alles, was dort liegt, abgeschwemmt. Organische Verunreinigungen, jegliche Art von Abfall, der irgendwo rumliegt. Und insbesondere, wenn wir in Richtung der Straßenentwässerung schauen, haben wir dort Belastungen mit Schwermetallen, Kohlenwasserstoffen, Mikroplastik, Chlorid und so weiter. Und alle diese Schadstoffe, die wir noch nicht kennen oder wo wir vielleicht noch nicht genau hinschauen, auch da wird sich in Zukunft was ändern und wird vielleicht noch was auf uns zukommen, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Und die große Frage, die wir uns stellen müssen und die auch für die Bewilligung relevant ist, ist, wo gehen die Schadstoffe hin und wo bleiben sie? Und jetzt möchte ich mal eine kurze Publikumsumfrage machen. Wenn Sie sich diese Liste von Schadstoffen anschauen, wer von Ihnen hätte gern diese Schadstoffe in seinem Trinkwasser? Der möge bitte aufzeigen. Nein, fragen wir mal so, wer glaubt, es ist eher egal, also nicht so wichtig, ob das jetzt im Trinkwasser ist? Auch niemand. Ich meine, wir sind jetzt ein Fachpublikum und ich habe diese Frage auch letztens beim Forum der Dachabdichter gestellt und auch dort hat niemand die Hand gehoben. Und das ist der Punkt, es ist nicht nur in unserem Fachbereich, es ist gesellschaftlicher Konsens, dass wir das Trinkwasser sauber halten wollen und dass wir diese Stoffe nicht im Trinkwasser haben wollen. So, und jetzt werden wir ein bisschen rechtlicher, weil darum geht es auch in meinem Vortrag, im Bewilligungsverfahren. Warum muss ich sowas überhaupt bewilligen? Alle diese Anlagen, aus unserem Verständnis, sind Entwässerungsanlagen. Das heißt, das sind bauliche Anlagen, die eine Funktion haben. Und damit wären sie einmal grundsätzlich bewilligungspflichtig. Das kann sein, weil es ein Projekt ist, das im Baurecht bewilligungspflichtig ist, im Gewerberecht, weil der Hofer einen neuen Parkplatz baut, im Straßenrecht, weil eine neue Landesstraße errichtet wird. Aber ganz besonders relevant, sobald ich irgendwie von qualitativen Auswirkungen spreche, ist das Wasserrecht. Im Baurecht, ich kann da jetzt leider nicht einmal in Österreich einen Überblick geben, das ist ein Landesrecht, wir haben 9 verschiedene Bauordnungen in Österreich, in einem relativ kleinen Land. Grundsätzlich geht es aber beim Baurecht in aller Regel darum, dass es um die Quantität geht, um den Überflutungsschutz, um den Eigenschutz und um den Überflutungsschutz von Nachbarn oder Dritten. Im Wasserrecht ist unsere Zielsetzung eine ganz andere. Da geht es tatsächlich um den Schutz der Gewässer. Und das ist Bundesrecht in Österreich, das heißt, das hat Gültigkeit über das gesamte Bundesgebiet. Und da geht es mal primär um die qualitativen Anforderungen. Und wenn ich jetzt um eine Einleitung in ein Gewässer spreche, dann geht es eventuell auch um quantitative Anforderungen. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Gesetzestext, auf das sich immer alle freuen, wenn man sowas vorträgt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig.
was dort nämlich drin steht in unserem Wasserrechtsgesetz. Da steht drin, Einwirkungen auf Gewässer, die unmittelbar oder mittelbar deren Beschaffenheit beeinträchtigen, sind nur nach wasserrechtlicher Bewilligung zulässig. Bloß geringfügige Einwirkungen gelten bis zum Beweis des Gegenteils nicht als Beeinträchtigung. Das heißt, sobald wir irgendwo in ein Gewässer, und das kann ein Oberflächengewässer, das kann ein Grundwasser sein, irgendwas einleiten, das mit Schadstoffen belastet ist, dann unterliegt dieses Vorhaben einer wasserrechtlichen Bewilligungspflicht. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, das heißt nur, es ist zu bewilligen. Und dann, wenn man das Wasserrecht zusammenfassend sieht, dann steht da drin, dass eine Bewilligung nur dann erteilt werden kann, wenn in dem Verfahren, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben zu Wahren des öffentlichen Interesses, also das, was uns alle betrifft, der bestehenden Rechte, also vielleicht gibt es irgendwelche anderen Rechte, als auch der Stand der Technik beachtet wurde. Und jedenfalls im öffentlichen Interesse, und ich glaube, das hat man auch recht schön gesehen in der Umfrage, ist der Schutz der Gewässer. Wenn wir eine Einleitung planen und bewilligen lassen wollen, dann haben wir relativ klare Vorgaben in Österreich. Es gibt eine Verordnung, eine Abwasseremissionsverordnung. Da steht für ganze Liste, brauchen Sie es bitte nicht alles lesen, im Prinzip sind die ganzen Schadstoffe, die vorher auf der Folie drauf waren, nicht alle, aber ein Großteil sind da abgebildet, gibt es Grenzwerte. Da steht drin, wenn Sie einleiten wollen, dann dürfen Sie eine gewisse Konzentration von diesem Schadstoff bei der Einleitung nicht überschreiten. Zusätzlich gibt es Anforderungen, emissionsseitig, sprich Konzentration im Gewässer selbst. Da gibt es eine Qualitätszielverordnung Chemie oder eine Qualitätszielverordnung Ökologie. Wichtig ist, der Grenzwert ist ein harter und scharfer Wert. Dieser Wert ist einzuhalten. Das heißt, ich muss, wenn ich eine Einleitung in ein Gewässer plane, Anlagen so vorsehen, dass ich davon ausgehe, dass diese Grenzwerte auch eingehalten werden. Ein bisschen schwieriger ist, wenn wir in Richtung Versickerung gehen. Und ganz oft, wenn wir von Maßnahmen der blau-grünen Infrastruktur sprechen, ist in irgendeinem Teil dieser Maßnahmen eine Versickerung mitbeteiligt. Und bei der Versickerung haben wir das nicht so schön wie bei der Einleitung, dass wir dort nachschauen können, ah, das ist der Grenzwert und den müssen wir jetzt einfach einhalten. Es gibt keine Emissionsverordnung. Es sagt uns niemand, was darf denn unten bei der Sickeranlage eigentlich rausgehen, welche Konzentrationen. Was wir haben, ist eine emissionsseitige Betrachtung über die Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser. Und dort steht drinnen, durch die Einleitung, in unserem Fall Versickerung, darf es zu keiner Verschlechterung des Wasserkörpers kommen und er muss in einem chemisch guten Zustand sein. Und der ist definiert über Schwellenwerte. Und ich weiß, dass das sehr oft in Verfahren zu Verwirrungen führt, was ist ein Grenzwert und was ist ein Schwellenwert. Der Schwellenwert ist emissionsseitig eine Konzentration im Grundwasser über eine gewisse Zeitperiode von mehreren Jahren betrachtet. Und wenn der überschritten wird, dann heißt das, Achtung, vielleicht ist unser Grundwasserkörper nicht mehr im guten Zustand. Das ist jetzt kein Grenzwert, den ich einhalten muss, wenn ich was einleite. Was für uns immer wieder relevant ist und zu großen Diskussionen führt, ist, dass eine Liste in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser drinnen ist, die verbotene Stoffe auflistet. Verboten klingt zu hart, es steht Verbot der direkten Einbringung. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Und da zum Beispiel sind Kohlenwasserstoffe aufgeführt, es ist auch Cadmium aufgeführt, also damit ein Schadstoff, den wir aus straßengebürtigen Abwässern jedenfalls zu erwarten haben. Zusätzlich gibt es noch eine Liste mit bewilligungspflichtigen Stoffen, die unabhängig von der Konzentration auf jeden Fall eine Bewilligungspflicht auslösen. Und was, glaube ich, da hier in dem Rahmen wichtig ist, um insbesondere den Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und aus der Schweiz mitzugeben, ist, bei uns gilt das flächendeckend in Österreich. Diese Anforderung, es gibt kein Gebiet, wo das nicht gilt. Es gibt Gebiete, wo es vielleicht strenger wird, weil wir Schon- oder Schutzgebiete haben. Aber es gibt nichts, wo es weniger streng ist. Da hat sich Österreich sehr stark positioniert, was jetzt die Idee des Grundwasserschutzes angeht. Im Bewilligungsverfahren ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe keinen genauen Wert, ich habe einen Schwellenwert, der im Grundwasser einzuhalten ist. Aber was wir sagen können, ist, wenn wir unten bei unserer Sickeranlage eine Konzentration eines Schadstoffes einbringen, der in der Liste aufgeführt ist, der kleiner ist als der Schwellenwert, dann sagen wir mal, das ist als geringfügig zu betrachten, weil damit kann ich den Emissionswert nie so weit erhöhen, dass ich über diesen Schwellenwert komme.
Bringe ich jetzt allerdings eine Konzentration ein, die größer ist als der Schwellenwert, dann wird das Ganze wohl bewilligungspflichtig werden. Das heißt aber nicht, dass es ein Einbringungsverbot ist. Ein schönes Beispiel sind Versickerungen von Straßenwässern, die chloridbelastet sind. Das Chlorid wissen wir, bekommen wir nicht raus über unsere Anlagen. Dort ist es immer wieder der Fall, dass wir höhere Konzentrationen einleiten, als der Schwellenwert in der QZV hergibt. Aber in der Betrachtung über das Jahr, gesalzen wird nur im Winter, sich trotzdem der Schwellenwert emissionsseitig ausgeht. Und dieses Verbot der direkten Einbringung ist ein bisschen sperrig definiert. Aber ich möchte festhalten, das ist eine Verordnung. Das heißt, das ist in Österreich eine rechtliche Grundlage für die Bewilligung. Und da steht drin, eine direkte Einbringung ist die Einbringung von Schadstoffen ohne Bodenpassage. Und die Bodenpassage ist noch definiert als belebter Boden oder Material, das einem dem belebten Boden gleichzuhaltenden Rückhalt oder Abbau aufweist. Und das ist einer der ganz großen Knackpunkte, wenn wir über blau-grüne Infrastruktur sprechen, über die Versickerung. Jegliche Wässer, die Kohlenwasserstoffe beinhalten können, plus ein paar andere Stoffe, dürfen aber grundsätzlich nur eingebracht werden, wenn sie über eine Bodenpassage versickert werden. Ich habe da kurz erwähnt, im Wasserrechtsgesetz steht auch, denn es ist der Stand der Technik einzuhalten. Ich möchte jetzt da gar nicht im Detail auf die Regelwerke eingehen, sonst bräuchte man den ganzen Tag, um das zu diskutieren. Es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Ö-Normen oder N-Normen. Es gibt für die Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer das ÖRV-Regelblatt 35, wo es im Prinzip um den nachhaltigen Schutz der Oberflächengewässer sowohl vor qualitativen als auch vor quantitativen Überlastungen geht. Und wir haben das ÖRV-Regelblatt 45, Versickerung von Niederschlagswässern in den Untergrund, wo es zum einen um die Reduktion der oberflächlichen Niederschlagsabflüsse in die Vorfluter geht und insbesondere um die Verringerung oder Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser. Für die Bewilligung relevant, wir haben das schon eingangs gehört, insbesondere wenn ich irgendwo eine baurechtliche, gewerberechtliche Bewilligung habe, dann habe ich immer Vorgaben hinsichtlich der hydraulischen Bemessung. Und in aller Regel ist es relevant, ob Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Die Zielsetzungen der blau-grünen Infrastruktur werden dabei in aller Regel nicht berücksichtigt. Ob das Ganze jetzt den Wasserhaushalt einen Einfluss hat, es gibt keine Vorgaben. Und wichtig aus meiner Sicht ist, wenn sowas geplant wird, bitte, das Ganze braucht einen fachlich fundierten Nachweis. Die stoffliche Belastung, wir wissen, sobald wir was einbringen, wo wir Stoffe drinnen haben, die wir nicht im Grundwasser haben wollen, ist eine Reinigung erforderlich, damit wir den rechtlichen Anforderungen genügen. Und die Anforderungen sind in den Regelwerken dargestellt, allerdings vielleicht nicht so, wie wir es bräuchten, wenn wir in Richtung der blau-grünen Infrastruktur gehen. Besonders relevant, ich habe es schon gesagt, ist das Verbot der direkten Einbringung und die mögliche Bewilligungspflicht. Ich sehe, dass ich schon etwas über der Zeit bin, wenn ich das richtig sehe, zumindest mein Timer sagt es mir, meine Uhr sagt es mir noch nicht. Ich möchte jetzt noch eine abschließende Publikumsfrage machen, und zwar einen Schnelltest. Sie haben jetzt nur mal ganz kurz Zeit, auf Basis von dem Gesagten. Wir haben da hier jetzt so ein Element der blau-grünen Infrastruktur, einen Schwamm statt Stadtbaum, und wir leiten dort Wasser von Dach- bzw. Fassadenflächen ein. Wer ist dafür, dass es bewilligungspflichtig ist? Ja, doch, aber wer ist nicht so ganz sicher? Auch einige. Wer meint, dass keine Bewilligung erforderlich ist? Okay, also gut gemischt. Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir nicht wissen, mit welchen Schadstoffen wir denn von den Dachflächen zu rechnen haben. Haben wir dort irgendwelche Folien drin, wo Pestizide zu erwarten sind oder in der Fassade? Dann kommen wir schon irgendwie in das Thema, dass es wasserrechtlich bewilligungspflichtig wäre. Zweite Frage. Ich habe eine Verkehrsfläche, die ich jetzt in meinem Baumsystem einleite, wer ist der Meinung, dass es bewilligungspflichtig wäre? Wer ist der Meinung, dass es nicht bewilligungspflichtig ist? Wer ist der Meinung, dass es bewilligungsfähig ist? Okay, also wir sehen schon, wir haben relativ bunt gemischte Meinungen. Wir sind da hier auf jeden Fall genau in dem Thema des Verbots der direkten Einbringung von Kohlenwasserstoffen und das ist genau diese Thematik, die wir aus meiner Sicht diskutieren müssen. So, bewilligt, ich mache das jetzt als Abschlussfolie, kann nur dann werden, wenn alle Anforderungen erfüllt sind
Und dann ist die Bewilligung zu erteilen. Das heißt, wenn jemand herkommt und mir einen Sickerschacht plant und alle Maßnahmen einer blau-grünen Infrastruktur ignoriert und es entspricht dem Stand der Technik und es funktioniert, dann ist es zu bewilligen. Ich kann nicht sagen, ich hätte aber gern mehr oder ich hätte gern was anderes. Eine Verbesserung des aktuellen Zustandes ist nicht ausreichend für die Genehmigung. Das heißt, wir müssen den aktuellen Stand der Technik einhalten und die Maßnahme wird nicht dadurch bewilligungsfähig, weil irgendwas anderes verbessert wird in einer anderen Materie. Wenn ich eine positive Auswirkung aufs Lokalklima habe, erfülle ich noch lange nicht die Voraussetzungen einer wasserrechtlichen Bewilligungspflicht. Und ganz, ganz wichtig ist, dieser bewilligte Zustand muss für die gesamte Bewilligungsdauer einzuhalten und überprüfbar sein. Das heißt, auch nach 30 Jahren muss diese Anlage dem entsprechen, wie sie bewilligt wurde. Und es ist nachzuweisen, alle 5 Jahre oder wenn ich versickere, alle 4 Jahre, dass das Maß der Einwirkung auf das Gewässer, wie es bewilligt wurde, auch eingehalten wird. Das heißt, alle Anlagen, die ich herstelle, müssen zu warten sein und müssen überprüfbar sein. Und das ist insbesondere bei vielen dezentralen Anlagen, die wir gedanklich jetzt planen, wo wir Schadstoffe einleiten, wo wir Schadstoffsenken generieren, weil wir wollen die Schadstoffe ja nicht im Grundwasser haben, sondern irgendwo zurückhalten. Das ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Und damit möchte ich meinen Vortrag abschließen und danke für die Aufmerksamkeit.